Herr Minister, meine Damen und Herren, es ist für mich eine große Freude und Ehre, hier im Rahmen der Osnabrücker Friedensgespräche mit Ihnen in einen Dialog eintreten zu können. Und es handelt sich um einige einführende Bemerkungen zunächst, die die Grundlagen klären sollen. Frieden ist der Zentralwert der UNO-Charta, die nach den Schrecknissen des Zweiten Weltkrieges die Grundlage für den Aufbau einer besseren neuen Welt liefern sollte. Den Diplomaten und Politikern, denen die Abfassung der Charta oblag, wussten sehr wohl, dass es nicht genügt, Frieden von oben herab zu dekretieren. So wenig wie die Worte der Bibel auf Dauer Liebe und Verständigung in der Christenheit sichergestellt haben, so wenig konnte man sein Vertrauen allein in den Friedensappell von 1945 setzen. Die Hauptursachen für Unfriedlichkeit wurden von Anfang an zutreffend diagnostiziert. Andererseits schufen die Verfasser der Charta Institutionen und Verfahren, um jedem Friedensbruch entgegentreten zu können. Ein dauerhafter Frieden setzt ein Mindestmaß an Gerechtigkeit in den gesellschaftlichen Verhältnissen voraus. Ja, man kann sagen, Frieden und Gerechtigkeit sind Begriffe, die unvermeidbar aneinander gekettet sind. Aus diesem Grunde wird schon in den Grundsatzbestimmungen des Artikels 1 der Charta hervorgehoben, dass die Vereinten Nationen das Ziel verfolgen würden, auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Probleme anzugehen und einer Lösung zuzuführen, jedenfalls zu versuchen, dieses zu tun. Auch die Einhaltung der Menschenrechte wird in diesem Zusammenhang als ein friedenssicherndes Element betont. Es liegt auf der Hand, dass all dies nur eine langfristige Aufgabe sein kann. Strukturelle Missstände lassen sich nirgendwo über Nacht lösen. Man darf eben nicht die Augen vor der Tatsache verschließen, dass ein Quick-Fix, wie es heute heißt, immer nur ein Übertünchen der tieferen Ursachen eines Konflikts bedeutet. Weder im Irak, noch in Afghanistan oder heute in Syrien lassen sich stabile und für die Menschen zufriedenstellende Verhältnisse herstellen, wenn man nicht gleichzeitig mit kurzfristigen Maßnahmen auch eine perspektivische Sichtweise wählt, die über den Tag hinausgeht. Was die Mittel und Verfahren der Friedenssicherung angeht, so hat man bei der Friedenskonferenz von San Francisco im Jahr 1945, noch vor Ende des Zweiten Weltkrieges übrigens, die Hauptverantwortung dem Sicherheitsrat übertragen, ohne die Generalversammlung völlig zu verdrängen. Denn der Sicherheitsrat braucht das Vertrauen der gesamten internationalen Gemeinschaft. Er kann nicht selbstherrlich schalten und walten. Aber es bleibt eben dabei, dass ihm die wichtigsten Handlungsmittel anvertraut worden sind. So ist es mehr als ein Schönheitsfehler, dass seine Arbeit durch ein Veto eines der ständigen Mitglieder sehr leicht gelähmt werden kann. Daher ist der Sicherheitsrat gewiss keine ideale Institution. Aber was hätte man seinerzeit anders tun können, als die Mächtigen zum Hüter des Friedens einzusetzen? China, Frankreich, die Sowjetunion, das Vereinigte Königreich und die USA verfügten seinerzeit im Jahr 1945 über die stärksten Streitkräfte der Welt und waren demgemäß auch in der Weltpolitik die führenden Nationen. Es gibt Machtkonstellationen in der Welt, die einfach da sind und die man durch noch so schönes Reden nicht hinwegdeuten kann. Es gilt also, den Sicherheitsrat trotz seiner offensichtlichen Mängel zu akzeptieren und ihn, soweit dies irgend möglich ist, für die Belange der internationalen Gemeinschaft zu aktivieren. Es bleibt allerdings, dass der Rat die historische Situation des Jahres 1945 abbildet,
die sich bekanntlich seitdem nicht unerheblich verschoben hat. Und Sie wissen alle, dass die Bundesrepublik Deutschland den Versuch gemacht hat und vielleicht sogar immer noch unternimmt, in den Sicherheitsrat als permanentes Mitglied einzutreten, obwohl im Augenblick die Diskussion sich totgelaufen hat. Tatsache ist aber, dass der Sicherheitsrat, die ständigen Mitglieder, nicht die gesamte Breite der heutigen Völkergemeinschaft widerspiegeln. Es ist insbesondere die Dritte Welt, die sich nicht ausreichend im Sicherheitsrat repräsentiert fühlt. Die Aufgabe für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu sorgen, wurde ursprünglich in einem engen Sinne als Abwesenheit von Spannungen und Krieg zwischen den Staaten verstanden. Das war im Grundsatz nicht falsch, aber keine Vorsorge war für den Fall getroffen worden, dass innerhalb eines Staatswesens schwere Brüche der Rechtsstaatlichkeit auftreten oder dass sogar solche Verwerfungen sich bis hin zu einem Bürgerkrieg steigern. Die Erwartungen waren schlicht, geradezu treuherzig im Lichte der von der Charta eingeführten Prinzipien, würden alle Völker ihre Geschicke eigenverantwortlich richten, sodass es einer Aufsicht von außen nicht bedürfte. Die Institution der Kolonialmächte und auch die Treuhandschaft wurden als vorübergehende Einrichtungen angesehen und man ging davon aus, dass es nach der Erlangung der Unabhängigkeit durch die Staaten, die noch unter einer bestimmten Aufsicht standen, einer weiteren institutionellen Aufsicht im Rahmen der Vereinten Nationen nicht bedarf. Vor allem die Einhaltung der Menschenrechte sollte als Garantie für die friedliche Beilegung innergesellschaftlicher Spannungen wirken. Weitergehende internationale Kontrollverfahren wurden für entbehrlich gehalten, zunächst jedenfalls. Die Kolonialmächte wirkten als retardierendes Element. Sie wollten ihr Verhältnis zu den noch unter fremder Herrschaft stehenden Völkern so weit wie möglich nach eigenem Ermessen gestalten können. Später waren es dann die frisch in die Unabhängigkeit entlassenen Völker, die dem Gedanken einer internationalen Aufsicht über ihre Regierungsführung, über ihre neu erworbene Souveränität ablehnend gegenüberstanden. Was also tun in einem Lande, wo elementare Prinzipien der heutigen Weltordnung missachtet werden, wo vor allem die Menschenrechte mit Füßen getreten werden? Vielfältige Strategien können in einer solchen Lage ergriffen werden. Kritik von außen ist heute nicht mehr verpönt. Selbst Russland hat längst die früher von der Sowjetunion vertretene Position geräumt, dass jeder Tadel, jede Mahnung einer unzulässigen Einmischung in die innerstaatlichen Verhältnisse gleichkomme. Wenn es aber zum Äußersten kommt, wenn alle Mahnungen, alle Vermittlungsversuche an dem Starrsinn der Streitparteien scheitern, spitzt sich letzten Endes, jedenfalls im rechtlichen Sinne, alles auf die Frage zu, ob der Sicherheitsrat eingreifen darf, der ja das einzige Organ auf Weltebene ist, das bindende Entscheidungen erlassen kann und diese gegebenenfalls auch mit Gewalt durchsetzen darf. Glücklicherweise hat die Dramatik vieler Notlagen eine Revision der Charta durch Uminterpretation ihrer Bestimmungen erzwungen. Die Neuorientierung wurde vor allem durch die Situation in Somalia angestoßen, wodurch die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Banden unzählige Menschen ihr Leben verloren. Nachbarstaaten wurden zunächst nicht bedroht, erst später setzten Flüchtlingsströme ein, die insbesondere Kenia schwer in Mitleidenschaft zogen. So stellte der Sicherheitsrat in zwei Resolutionen fest, dass das Ausmaß der menschlichen Tragödie in Somalia, also eine rein innerstaatliche Situation, eine Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit darstelle.
Diese Praxis wurde in der Folgezeit fortgeführt und schließlich in der Folgezeit von der Generalversammlung in der Gipfeldeklaration von 2005 in Form der sogenannten Schutzverantwortung gebilligt. Herr Schneckener hat soeben davon gesprochen. Dort heißt es, dass alle Staaten verpflichtet seien, ihre Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen und dass, falls diese Verantwortung nicht wahrgenommen werde, der Sicherheitsrat ermächtigt sei, seine Machtmittel nach dem Kapitel 7 der Charta einzusetzen. Ich betone, diese Resolution legt dem Sicherheitsrat eine Verantwortung auf und enthält sich einer Stellungnahme dahin, dass auch jeder einzelne Staat berechtigt sei, zum Schutze der Menschenrechte in einem anderen Lande einzugreifen. Im Vorfeld der Gipfelkonferenz von 2005 war dieser Gedanke ventiliert worden, vor allem im Anschluss an die Kosovo-Krise, wo ja die NATO-Staaten ohne Ermächtigung durch den Sicherheitsrat eingegriffen haben, wie allgemein bekannt ist. Und es gab gewisse Hoffnungen, dass dieser Präzedenzfall Kosovo nun die Generalversammlung dazu führen würde, ein Interventionsrecht, wie immer man das nennen mag, anzuerkennen, das dann jedenfalls in extremen Fällen auch von einzelnen Staaten, natürlich immer nur mächtigen Staaten, würde wahrgenommen werden können. Aber die Generalversammlung hat sich dem nicht anschließen können. Es wurde befürchtet, dass damit im Grunde eine ständige institutionelle Vorherrschaft der mächtigen Staaten in den Vereinten Nationen zementiert würde. Und man hat deswegen sich darauf beschränkt zu sagen, dass der Sicherheitsrat eingreifen darf. Rechtlich ist das von allergrößter Bedeutung natürlich, denn der Sicherheitsrat hat ursprünglich nach dem Text der Charta nur die Aufgabe für International Peace and Security zu sorgen. Und jetzt steht eindeutig fest, nach der Billigung durch die Generalversammlung, dass der Sicherheitsrat eben auch eingreifen kann, wenn in einem Lande, in einem bestimmten Lande schwere Missstände eingetreten sind. Rechtlich ist die Lage also damit geklärt. Der Sicherheitsrat darf handeln. Was sich im Augenblick in Syrien ereignet, das Wort abspielt, wäre wohl kaum geeignet in diesem Zusammenhang, liegt nicht außerhalb der Zuständigkeit des Sicherheitsrates. Damit profiliert sich dann aber ganz scharfkantig das politische Problem. Denn der Sicherheitsrat ist ja kein allmächtiger Akteur. Seine Entscheidungen sind zwar bindend, aber zu ihrer Durchsetzung bedarf es tatsächlicher Handlungsmittel, die von den Mitgliedstaaten der Weltorganisation bereitgestellt werden müssen. Und es ist bekannt, dass zum Beispiel im Falle Ruanda der Generalsekretär der Vereinten Nationen sich wochenlang vergeblich bemüht hat, Truppen für einen Einsatz zur Abwendung des Völkermordes, des sich schon abzeichnenden Völkermordes in Ruanda zu erhalten. Überdies stellt ein Bürgerkrieg besondere Herausforderungen. Anders als die von der Konzeption der Schutzverantwortung angenommene Konstellation eines von einem Diktator unterdrückten Volkes. Libyen konnte man in dieses Schema pressen. Da gibt es auf der einen Seite den bösen Diktator, auf der anderen Seite das gute Volk, nicht wahr, das unterdrückt wird. Das war eindeutig eine Situation, die man mit der Figur der Schutzverantwortung erfassen kann. Wie steht es aber dann, wenn es zu einem echten Bürgerkrieg kommt, wo zwei Parteien miteinander im Streit liegen, von denen keine die besseren Gründe für sich anführen kann. In Syrien vor allem muss man sich die Frage stellen, gibt es da jemanden, der die Verkörperung des Guten darstellt? Ich glaube, die Frage muss man mit einem Nein beantworten. Also, für wen soll man eigentlich Partei ergreifen? Unvermeidlich
geht es um die Wahl zwischen zwei Übeln. Will man Menschenleben retten, muss man nach dem üblichen Verlauf der Dinge bereit sein, andere Menschenleben zu opfern. Könnte man überhaupt den Soldaten, die in das Land geschickt werden müssen, zumuten, für eine Sache zu kämpfen, die sich mit guten und überzeugenden Gründen gar nicht rechtfertigen lässt? Ich möchte noch einen ganz kurzen Rückblick auf die deutsche Vergangenheit geben. Es gibt ja nicht nur die traurigen Jahre, die schrecklichen Jahre von 1933 bis 1945. Es gibt auch eine Vergangenheit deutscher Toleranz, deutscher Vorbildlichkeit, die sich dann zum ersten Mal nach der Einführung der Reformation im Augsburger Religionsfrieden von 1555 niedergeschlagen hat. Leider hat dieser Augsburger Religionsfrieden nicht gehalten. Kunstvoll interpretierende Exegeten haben dann die Sache zerredet und haben versucht, mit allen möglichen Tricks den erreichten Konsens auszuhebeln, sodass es dann zum Dreißigjährigen Krieg kam, von 1618 bis 1648, der hier in dieser Stadt und in diesem Raume bekannt ist, der dann schließlich einen Religionsfrieden in Deutschland herbeigeführt hat. Und diese beiden Beispiele, Augsburg und Osnabrück, Münster und Osnabrück, zeigen, dass man nicht nur formale Abmachungen braucht, sondern auch einen Geist der Toleranz, einen Geist echter Kooperation, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber jedenfalls einen Geist der Toleranz, der den anderen respektiert und nicht versucht, dem anderen seinen eigenen Glauben aufzudrücken. Zurück zum Beispiel Syrien. Was gibt es heute, Herr Minister Westerwelle wird natürlich gleich sehr viel eingehender über diesen Punkt berichten und ich habe nur so ganz kleine Gedankensplitter, um in das Thema einzuführen. Mir scheint, dass sich gegenwärtig als Alternative anbietet, jedenfalls die Folgen des Konflikts einzudämmen und insbesondere den Flüchtlingen stärkere Hilfe zu leisten oder gegebenenfalls einen Schritt weitergehend Schutzzonen einzurichten, die dann militärisch abgesichert werden müssen. Natürlich anders als in Srebrenica, dieses schreckliche Beispiel einer Schutzzone, die von der internationalen Gemeinschaft nicht wirklich geschützt worden ist. Hält man die Ideale des Friedens und des Menschenrechtsschutzes hoch, so möchte man hier verzweifeln, dass eine wahrhaft überzeugende Lösung nicht in Sicht ist. Die Kritik, dass der Westen schon längst hätte eingreifen müssen, scheint mir meist arg vordergründig. Man ist doch durchweg nicht bereit, die Problematik eines militärischen Einsatzes bis in ihre weitläufigen Folgen hinein durchzudenken. So bleibt die Herstellung von Frieden und Gerechtigkeit eine Herausforderung, die jeden Tag neu bewältigt werden muss und die auf der einen Seite Mut und Entschlossenheit, andererseits aber auch Mut und Besonnenheit verlangt. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Außenminister, Sie haben das Wort.